Es sieht nach Achterbahn aus, was hinter mir da ist, ist aber nur eine Lichtinstallation hier mitten in Frankfurt. Man sieht das da im Hintergrund, noch ein bisschen Baustelle. Vielleicht kennen Sie diesen Ort und waren auch selber schon mal hier. Ein Ort, wo wir uns immer wieder sehen, das ist der Markt, und der ist ebenfalls achterbahnmäßig unterwegs, und zwar in diesem Fall nicht wirklich mutbringend, zumindest mal nicht für die Bullen im Markt, denn der Markt ist doch deutlich im Moment in der Abwärtsbewegung und zeigt das gerade aktuell wieder. Wie äußert sich das aus? Ja, beim Dow Jones kann man erkennen, dass der Markt sehr wackelig, sehr korrektiv nach oben gekommen ist und aktuell eben in einem typisch korrektiven Muster, wie gesagt, eine Korrektur nach oben vollbracht hat und dementsprechend bei einem nächsten Bruch auf der Abwärtsseite. Und da sieht es im Moment ein bisschen danach aus, denn der Markt kommt in den letzten Minuten wieder deutlich und mit verschärfter Energie nach unten zurück. Wenn er das letzte Zwischentief bricht, Sie kennen das Prozedere, wäre das ein möglicher Short-Einstieg. Aber das ist noch nicht alles. Das ist natürlich eine Andeutung, die sich da jetzt schon ergibt. Auch der DAX spielt in diesem Konzert eine Rolle, denn wenn man die Abwärtsbewegung anguckt, sind wir kurz vor der ehemaligen Unterstützungsmarke, die ja dann anschließend zum Widerstand wird, wieder abgeprallt. Das heißt, wenn man jetzt im Intraday-Chart hier heute mal guckt, dann sehen wir nach der recht mühsamen Aufwärtsbewegung, die wir jetzt zum Schluss hatten, ist der Markt sehr zügig wieder auf der Abwärtsseite unterwegs und hat eben nicht diese klassischen Überschneidungen nach oben gezeigt. Das heißt, dass die Abwärtsbewegung jetzt an Dynamik zugenommen hat und eigentlich sich noch fortsetzen sollte. Hey, cool, wird man sagen, auf der Shortseite ist doch immer Schwung da. Tatsächlich, so sieht es aktuell aus. Und das bestätigt sich auch im Goldkurs, denn viele flüchten natürlich dann von den Währungen, hätte ich fast gesagt, da komme ich gleich noch dazu, aber von den Indizes oder von den einzelnen Aktien in den Goldmarkt. Man sieht, dass der Goldpreis nach oben schießt, und das liegt eben nicht an den Währungen, liegt nicht am US-Dollar. Das kann man am Euro-US-Dollar nämlich erkennen. Dort haben wir nicht die Bewegung, das ist wackelig hoch, wackelig runter, sehr uneinheitlich. Der Markt, keiner weiß, was da passiert. Der Euro gegen den US-Dollar, also nicht wirklich ein Instrument, was man im Moment vorrangig auf dem Handelstisch haben sollte. Aber der Goldkurs ist so schön tapfer nach oben gekommen, dass ich mir vorstellen kann, jedweder dezenter, wackeliger, korrektiver Rücksetzer könnte für einen neuen Einstieg genutzt werden. Da haben wir es wieder. Gold auf der bullischen Seite, die Aktien offensichtlich, zumindest mal gemessen an den Indizes, auf der Abwärtsseite. Das scheint das Bild zu sein, was aktuell vorherrscht und möglicherweise die nächsten Tage uns da oder mindestens viele Stunden noch begleitet. Lassen wir uns da mal überraschen. Zumindest glaube ich im Moment nicht, dass vor dem Wochenende da noch großer Kaufdruck entsteht. Aber wer weiß da schon, die eine oder andere Nachricht kann den Markt ja schon bewegen. Nachrichten sind es aber im Moment nicht, die wirklich vorrangig sind. Wobei man sagen muss, heute Nachmittag, möglicherweise, wenn Sie dieses Video schon geguckt haben, gab es Zahlen aus Amerika, eine ganze Reihe sogar, natürlich die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen, GDP-Daten, sowas wie das Bruttoinlandsprodukt quasi. Da ist das ein oder andere tatsächlich noch mit dabei, was den Markt auch durchaus bewegen kann. Aber ob das im Moment so der Driver ist, ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Aber das soll der Markt dann nachher entscheiden. Wie gesagt, im Moment die Abwärtsseite, die eher bestimmende. Und solange sich dieses Bild nicht ändert, bleibe ich auf der Short-Seite. Also achten Sie darauf, Dynamiken und Korrektur, das alte Lied. Ansonsten hoffe ich, dass Sie diesen Tag genießen können. Es ist ja ein Feiertag in Deutschland, auch wenn die Börsen natürlich offen haben und sich darauf freuen, gehandelt zu werden. Dementsprechend, wer die Zeit und die Lust hat, der ist natürlich herzlich eingeladen, da mitzumachen. In diesem Sinne Ihnen für heute alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie denn mögen. Machen Sie es gut.